Dann hallo alle miteinander. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Entgegen der Erwartung werde ich euch heute nicht die Metopen und den umlaufenden Zellerfries des Parthenon vorstellen, da es doch sehr schwierig ist, die nötigen Bilder zusammenzusuchen und ich dafür noch etwas mehr Zeit brauche. Stattdessen bekommt ihr heute ein weiteres Video über die Architektur. Und zwar schauen wir uns die Dächer in der Antike genauer an. Dafür werde ich euch jetzt hier auf der Akropolis die einzelnen Dächer mal zeigen. Und im Anschluss werdet ihr dann von mir den Aufbau von den Dächern erklärt bekommen, wieder außerhalb des Spieles. Dann gehen wir erstmal zum Erechtheion hinüber und klettern da fix aufs Dach. So. Und hier sehen wir, wir haben Tonziegeln, einmal spitze Teile und einmal flache Teile hier. Diese Art des Daches wird als korinthisches Dach bezeichnet. Dann schauen wir uns schnell noch die anderen Dächer an, die hier sind. Hier haben wir auch ein korinthisches Dach. Ihr seht, das hat so einige Elemente. Hier sind spitzer. Das ist das ein Zeichen dafür, dass es ein älteres Dach ist. So. Dann gehen wir hier noch schnell rüber zum Artemis-Heiligtum und steigen der Göttin der Jagd aufs Dach. Auch hier sehen wir das Gleiche wie dort vorne auf dem Haus der Priesterin. Das ist wieder spitzer. Gehen wir noch zur Kalkothek hinüber. Auch hier. Das sind Gebäude, die ein Tick älter sind. Klettern wir noch auf den Parthenon hinauf und schauen uns dort das Dach an. Ihr erinnert euch, ich habe in einem früheren Video euch das Dach schon mal gezeigt und gesagt, dass es besonders ist. Und hier seht ihr es. Das Dach ist anders gefärbt. Das andere sind Tondächer und das Dach hier ist aus Marmor, mit Marmor gedeckt. Aber auch in dem korinthischen Stil. Die Besonderheit ist eben, dass das Dach mit Marmor gedeckt ist und Marmor ist unfassbar viel schwerer als Tonziegel und dementsprechend war die Konstruktion des Daches auch sehr viel schwieriger. Dann fangen wir mit den Unterkonstruktionen des Daches an. In der Antike wurden zwei Formen verwendet, und zwar einmal das Sparrendach, das seht ihr hier. Wir haben ein großes Dreieck. Bei den Tempeln war es natürlich etwas flacher, weil Tempel generell flachere Dächer hatten. Aber hier nach dem Prinzip wird dieses Sparrendach errichtet. Wir haben einmal hier die Sparren aufrecht sitzend, ohne dass sie getragen werden. Die sitzen hier unten auf einem Grundbalken auf, die auch alle einzeln stehen. Und die werden getragen durch eben diese Dreieckkonstruktion und durch das Dach, das letztlich draufkommt. Die andere Dachkonstruktion ist diese hier. Das ist das sogenannte Fettendach.
Und wir sehen es, wir haben hier wieder Sparren, aber die sind nicht in Form eines Dreiecks, sondern liegen hier auf Balken auf. Diese Balken werden als Fetten bezeichnet und hier oben, diese Stelle des Daches wird als First betitelt und dementsprechend ist diese Fette die First-Fette. Und das waren die beiden Grundkonstruktionen, das Gebälk, das zu der Zeit verwendet wurde. So, dann haben wir hier noch das korinthische Dach, das ihr eben schon gesehen habt. Hier sehen wir es nochmal gut. Wir haben hier die sogenannten Flachziegel, das sind die hier, und die Abdeckziegel, das sind diese ja, giebelartigen Ziegel, so könnte man das beschreiben. Die werden als Kalyptere bezeichnet. Jetzt sehen wir hier eine Ziegelform, die wir im Spiel nicht finden können. Im Spiel hat man leider nur das korinthische Dach verwendet. Ich habe extra nachgeguckt bei allen Heiligtümern, wo ich die Dachform, also die Ziegelform kenne. Und da sind leider überall nur korinthische Ziegel. Aber hier das ist ein sehr weit verbreitetes, vor allem bei der dorischen Bauordnung. Das ist das sogenannte lakonische Dach. Lakonisch, das gibt es zwar auch in unserem modernen Sprachgebrauch und heißt so viel wie schlicht wortkarg, aber darauf bezieht sich das hier nicht, sondern es bezieht sich auf Lakonien und das bezeichnet eine Region in Sparta. Und da kam diese Art des Daches her. Und hier haben wir eine Entwicklung. Das hier ist die frühe Stufe des lakonischen Daches. Da haben wir zwei Flachziegel, und zwar hohlgebogene Flachziegel nebeneinander und einen darüber als Decker. Und die Weiterentwicklung sind dann wieder zwei hohlgebogene Flachziegel. Diesmal sitzen sie näher aneinander. Und wir haben ein Kalypter, und zwar einen tonnenartigen, so wirklich stark gebogen, halbrunden Ziegel. Das ist so überlappend, das könnt ihr euch sicher denken, damit kein Wasser in das Dachgebälk hineinläuft und nicht den Tempel flutet. Hier sehen wir jetzt noch ein weiteres Dach, das in der Antike recht verbreitet war, das ist das sogenannte sizilianische Dach. Und hier erkennen wir Teile, die wir vorhin bei dem lakonischen und auch beim korinthischen Dach gesehen haben. Wir haben wieder wirklich flache Flachziegel und wir haben die tonnenartigen Aklyptere von dem lakonischen Dach. Und damit sind wir dann schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema war jetzt etwas kürzer als die anderen und leider mit relativ wenigen Bildern, da erstaunlicherweise die Bildquellenlage zu den Dachschindeln sehr schwierig ist. Auch wenn man eigentlich erwarten müsste, dass es da mehr zu finden gibt. Zum Abschluss noch ein kleines Anliegen meinerseits. Ich würde gern noch weitere Videos machen, die nicht sich nicht mit der klassischen Antike befassen und vielleicht sich auch gar nicht so unbedingt mit Architekturstilen befassen, wie ich es bisher gemacht habe. Deshalb würde ich gerne mal ein paar Vorschläge von euch sammeln, was ihr gerne hören möchtet.
welche Themen euch interessieren, welche Epochen, und dann würde ich versuchen, das so gut es geht in die Tat umzusetzen. Damit ist jetzt wirklich Schluss für heute. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich versuche sie dann zu beantworten.